Hallo. Hallo, willkommen zurück bei der Imperial Nerdbase. Wir haben wieder zwei Boxen. Heute werden wir ein Paket öffnen, dessen Inhalt wir leider vergessen haben, was drin ist, aber es wird bestimmt schön. Also entweder ist Harry Potter und Marvel oder Warhammer drin oder was sonst? Nicht Warhammer, Warcraft. Warcraft, es ist Warcraft drin. Ich hätte Warhammer Und verstanden. Zeug. Und Zeug. Robert sagt uns über das Paket. Es ist ein graues Paket. Es ist ungefähr so groß, so hoch. Kleiner als ein durchschnittlicher Videorekorder und größer als ein Buch. Die meisten Bücher. Kannst du mal sehen, aus was für eine Generation du kommst, dass du im Videorekorder rechnest? Dass ich Bücher kenne. Es ist deutlich größer als das Saarland. Mindestens. Mindestens. Fast dreimal so groß wie das Saarland. Dreimal so groß ist das Saarland. Vom Volumen wollen wir es gar nicht rechnen. Ansonsten fangen wir einfach mal an. Die Werbung lassen wir erstmal beiseite. Ansonsten fühlt sich das an wie eine Pop-Up-Figur oder sowas. Nee, ja. Das ist wieder eine Eine Q-Fig. Q-Fig-Figur. Mit Captain Marvel. Haben wir die nicht schon? Ah ne, das ist aber die von Q-Fig. Das ist die von Q-Fig. Ja. Wobei ich sagen muss, wir hatten beim letzten Mal, oder bei einem der letzten Male, hatten wir eine von Harry Potter auf seinem fliegenden Besen. An sich war die ja ganz niedlich, aber die ist mittlerweile kaputt, weil aus welchem Grund auch immer, man ist nicht dran gekommen, trotzdem ist Harry vom Besen gefallen. Ja, er wollte halt unbedingt auf den Besen fliegen. Genau. Hat ihn nicht ganz so gut getan. Schön mit Einsatz ihrer Kräfte und Captain Marvel Symbol unten drunter. Wäre auch besser, wenn es Captain Marvel ist. Aber sie sieht sehr comic-mäßig aus. Sie ist Ja, aber auch mal süß. das sind diese Kufik-Figuren auch. Oh, das hatte doch der Harry Potter auch. Ja, aber den gab es halt häufiger auch so in der Machart. Sieht halt wirklich, es sieht halt wirklich sehr comic. Von ihm sieht sie aus wie 12. Aber sie sieht sehr putzig aus. Es ist sehr süß gemacht. Finde ich hübsch. Okay, das könnte ein T-Shirt sein. Also wahrscheinlich für dich, wenn du deine Größe angegeben hast. Also. My Hero Academia. Auch unbedingt ein Anime, den ich unbedingt noch mal schauen muss. Soll sehr gut sein. Aber ich denke mal, wenn du das nicht tragen wirst, wird es auf jeden Fall mal ein Schlafshirt. Ich nehme es an. Nein, wirst du nicht. Was? Ach so, dass es meins ist. Ja. Also nehme ich es jetzt nicht an, oder was ist es? Es ist mein oder was? Vielleicht kannst du uns was über die Charaktere auf erzählen. Da ich diese Anime-Serie noch nicht gesehen habe und auch noch nicht den Manga gelesen habe, kann ich tatsächlich noch nichts dazu sagen. Aber es gibt so viele Animes, Mangas. Die Welt ist da vielseitig. Und ich freue mich über jeden neuen Anime, den ich gucken kann. Momentan ist es Food Wars. Das gucke ich sehr gerne. Shokugeki no Soma. Sehr, sehr schön. Ein bisschen kindlich gehalten, aber die Rezepte sehen toll aus. Also da werde ich auf jeden Fall was mal nachkochen. Ist das sowas, ist so das Rezept wie bei Phineas und Ferb mit selbstgerechte Blumen kommen da rein und plötzlich ist es ein Hammelauflauf? Es war kein Hammelauflauf. Es war ein Lammauflauf, glaube ich. Oder ein Lammbraten. Ja, was Kleines. Eine Pop-Up-Cajun-Figur von Fortnite. Ein kleiner rosa Sadomaso-Bär. Kleiner rosa Sadomaso mehr. Cuddle Team Leader. Fortnite ist ja der geile Scheiß, den wir ja nicht spielen. Deshalb können wir jetzt auch nicht viel dazu sagen. Es sieht aus wie ein Sadomaso-Bär. Ja, möglich. In diesem Leder. Ja. Stell jetzt nicht so nah an Captain Marvel dran, sonst vergeht er sich nachher wieder. Sadomaso-Bär, nicht der Pedobär.
weiß nicht, wie alt er ist. Du hast gesagt, sie sieht aus wie 12, wie 11. Oh. Game of Thrones, House Stark, Eiswürfel. In. Förmchen. Ja, also Eiswürfel. Boxen. Sehr hübsch. Gefällt mir. Schön mit der Sonne, die jetzt natürlich genau drauf scheint. Aber man erkennt es, denke ich mal. Die obligatorische Anstecknadel, eine kleine Bananenschale. Wir vielleicht mitgekriegt haben, wir haben gerade geschnitten. Wir hatten einen Anruf bekommen, den wollten wir jetzt nicht mitfilmen. Hi Mama. Ich hätte zuletzt den Bananenpin. Sarah ist als nächstes dran. Sarah ist traurig. Es ist nicht mehr viel drin. Noch eine flache Sache. Und es ist ein Overwatch Tracer. Aufnäher für was auch immer. Wahrscheinlich der zum Aufnähen. Der heiße Scheiß, also ich habe gesagt Aufnäher. Der heiße Scheiß, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist bestimmt ganz toll. Ja. So. Dann können wir jetzt auch hier in den Werbeflyer reinschauen. Ja, es ist alles dabei. Es ist toll. Genau. Ich finde das eigentlich, also die Captain Marvel ist eigentlich sehr süß. Das T-Shirt finde ich eigentlich ziemlich cool. Das darfst du haben. Ja, das darf ich haben. Und die Eiswürfel sind zu gebrauchen. Sind zu gebrauchen, genau. Wir haben zwar welche, aber wir benutzen sie halt nicht. Eiswürfel oder Starkform? Eiswürfel. Okay. Starke Eiswürfelform. So. Wir gucken zur Sicherheit nochmal rein. Und es ist eine Steampunk-Box. Ich würde sagen Steampunk. Steampunk oder Safe oder sowas. Genau. Das finde ich eigentlich auch immer sehr drollig. So das Innere. Eigentlich könnten sie es auch von außen machen, aber können sie vielleicht nicht, machen sie vielleicht nicht. Keine Ahnung. So. Das war jetzt dieses Video. Wir melden uns gleich wieder zurück. Wir melden uns gleich wieder zurück. Jetzt sowas völlig anderes. Danke, Anke. Zurück. Bitte, Brigitte. Oder wie war das, ne? Das ist halt schon ganz alt. Alten RTL-Samstag-Nacht-Folgen. Das auch. War Wochenshow von Sat.1. War das Wochenshow von Sat.1 nicht RTL-Samstag-Nacht? Nein. Gott, das ist alles so alt. Das ist schon so verdammt lang her. Du. Vor allem ich, du bist nur einen Monat jünger. Als Schiff nennt man das hier. So. Toll, jetzt muss man es glaube ich auf Pornhub hochladen. Nein. Warum? Ist das schon Fetisch? Nein. Hier. Und steht da wieder der Wert dran? 4 Euro für den Bananen-Pin Defense? Hätte ich jetzt nicht gezahlt. Gut. Oh, gut. Ja, das war's jetzt für dieses Mal. War wieder ziemlich cooles Zeug dabei. Ich denke mal, von denen könnten wir eigentlich häufiger was bestellen. Was ist jetzt abbestellt, aber man kann ja dann wieder reinschauen. Ja, das waren die, die irgendwann mal das Paket nicht mehr geschickt haben. Ach so, okay. Ja gut, aber wir haben welche bekommen. 2. Ja. Das zweite Paket werden wir auch demnächst öffnen. Genau. Vielleicht. Möglicherweise. Seht selbst. Okay, das sollte es wirklich gewesen sein. Wir müssen noch weiter Dinge ziehen. Naja, wir haben nicht mal 10 Minuten gehabt. Ja, wir sind erst eine halbe Stunde vergangen, seitdem wir hier angefangen haben. Das ist aber auch im Zeitvortex. Ist das leicht untergegangen, diese halbe Stunde. Die hat es nie gegeben. Niemals. So, wir wünschen euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende, einen schönen Ramadan. Was haben wir denn? Freitag, Donnerstag. Wir haben Donnerstag. Okay. Deswegen Freitag, falls die Leute es dann morgen erst sehen, also heute oder gestern. Gut, wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt geschmeidig. Bleibt geschmeidig.
Fremdschämen jetzt bitte.